Danke. Okay, ich stelle die erste Frage. Wann hast du zuletzt etwas vergessen oder verlegt? Was war es? Als ich meine Fußballschuhe zum Training vergessen habe, weil ich dachte, sie liegen in der Kabine. Da waren sie aber leider nicht, weil sie auch zu Hause lagen. Laufeinheit. Ja, und dann konnte ich mir aber zum Glück welche ausleihen und damit trainieren. Wenn du nicht Fußballerin wärst, welche Sportart würdest du sonst gerne machen? Ja gut, also Handball allein, weil ich das ja lange gespielt habe und ich das immer noch machen würde, wenn ich Zeit dazu hätte und mir das halt einfach richtig viel Spaß macht. Aber also Fußball war am Ende doch richtig. Wenn du auswandern müsstest, wohin gehst du? Ja, auswandern würde ich wahrscheinlich so nicht wollen, aber wenn ich jetzt irgendwo hinreisen würde, dann wäre es vielleicht Australien, abgesehen von den Spinnen. Und dem Englisch, das man da sprechen ja, muss. Ja, genau. Aber sonst wäre das schon eine gute Erfahrung. Ja, vor allem voll warm. Da wärst du richtig braun. Und viel Strand. Wie kreativ bist du? Ich bin super kreativ. Also ich muss sagen, ich bin im CSR auch sehr dafür bekannt, dass ich so kreativ bin. Nein, eigentlich gar nicht. Also ich, so Kunst gehörte auch nie zu meinen Stärken. So, ich war eigentlich immer begeistert von meinen Bildern, die ich gemalt habe. Alle anderen halt irgendwie nicht. Verstehe ich selber nicht, woran das gelegen hat. Ich habe auch mal im Unterricht, also das war in der Mittelstufe noch, eine lila Kuh gemalt. So, wir sollten was Abstraktes machen. Es ist eine lila Kuh geworden. Milka, auf einer, ja, genau. Aber fanden alle ein bisschen komisch, dass meine Kuh lila geworden ist. Auch die Lehrerin, aber naja. Also, ich bin sehr zufrieden mit meiner Kreativität. Ich glaube aber, dass man da noch ein bisschen was rausholen könnte. Dein Lieblingskostüm an Karneval? Ja, das war wahrscheinlich Pirat. Jedenfalls kann ich mich daran erinnern und weiß, dass ich, glaube ich, auch noch so einen Hut zu Hause liegen. Aber hattest du auch immer so einen Bart geschminkt dann? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber eine Augenklappe auf jeden Fall schon, glaube ich. Erzähle deinen Lieblingswitz. Ich muss dazu sagen, also mir wird immer gesagt, dass ich keine Witze erzählen darf, weil ich das nicht kann und weil die nicht witzig sind. Aber wüsstest du einen? Okay, den habe ich für eine Kids-Reaktion gemacht, den habe ich im Internet gelesen. Was ist der gefährlichste Tag für U-Boot-Fahrer? Der was? Der gefährlichste Tag für U-Boot-Fahrer. Keine Ahnung. Tag der offenen Tür. Oh. Und der ist so flach, ich habe mich nur darüber schlapp gelacht im Büro. Wie heißt die WhatsApp-Gruppe, in der du zuletzt geschrieben hast? Ja, das ist tatsächlich Youngstars Gossip Girl und zwar mit Alicia, Nina und Stefanie Sanders. Ihr lästert immer, ne? Ja, ja. Immer über mich wahrscheinlich. Ja, immer nur über Pia. Du tust immer nur so nett. Deine peinlichste Aktion während eines Spiels? Ich wüsste, da war es das Eigentor, oder? Das Eigentor gegen Essen, das war schon. Aber wobei ich muss sagen, also im Nachhinein kann ich drüber lachen. Ich meine, es war ja auch fast das Kacktor des Monats. Ja, da kam halt die Flanke halt von außen, Pokal gegen Essen. Das war ja meine erste Saison auch bei den Frauen. Das war, keine Ahnung, eines der ersten Spiele. Und da wollte ich den wegköpfen, aber ich bin ja auch nicht so für meine Kopfballstärke bekannt. Und dann ist er halt eher ins eigene Tor gegangen. Wer war der Held deiner Kindheit? Held meiner Kindheit? Vielleicht Pipi Langstrumpf? Also. Ja, also ich glaube tatsächlich, also das ist das Einzige, wo ich mich jetzt so direkt dran erinnern könnte. Wer ist der beste Werder-Spieler aller Zeiten? Boah, okay, also mein allergrößter Hero war früher Ivan Klasnic. Also ich hatte auch von ihm Poster, ganz viele Poster im Zimmer hängen, hatte halt auch Trikots, die er anhatte. Und den fand ich einfach so von seiner Art her, oder finde ich immer noch von seiner Art her richtig cool. Und auch wie eiskalt er vorm Tor war. Und das war wirklich jemand, den ich richtig cool fand. Und so natürlich auch Diego, Miku, ja, also bei so mir die typischen natürlich, ne? Er ist auch, glaube ich, klar Diego gewesen, ja. Da hatte ich nämlich Poster in meinem Zimmer. Wenn du auf dem Titel von irgendeiner Zeitung bzw. Zeitschrift erscheinen könntest, welche wäre das? Danke. Ja, das wäre tatsächlich, glaube ich, keine Sportzeitschrift, sondern irgendeine Modezeitschrift. Wo kommen die mal rauf? Bei Germany's Next Topmodel? Bei Germany's Next Topmodel, Cosmopolitan, ja. Ja, nee, aber ich glaube, also so, ja, oder Grazia oder so, also ja. Es wäre tatsächlich ja, irgendeine Modezeitung, glaube ich. Und hoffentlich mit irgendwas Positivem. Die beste Spielerin, mit der du je zusammengespielt hast? So bei uns aus der Mannschaft würde ich auf jeden Fall sagen, dass Louis dazu zählt. Einfach weil sie technisch richtig stark ist und weil sie halt auch voll die gute Übersicht hat und wie sie halt auch die Mannschaft führt. Genau, von der Person her. Genau. Gerade wenn man hochkommt als junge Spielerin, so in die Frauen kommt, wie man da unterstützt wird. Also würde ich schon sagen. Würde ich unterschreiben. Okay, sehr gut. Also Louis, ne? Weißt Bescheid. Hattest du Spaß? Ja, ich hatte sehr viel Spaß. War schön, das Interview zu machen. Wen wollen wir nominieren? Ich glaube, dass Louis jetzt auch mal dran ist, dass die auch mal die Frage beantworten muss, wer eigentlich die beste Spielerin war, mit der sie mal zusammengespielt hat. Dann zusammen mit Gabby, würde ich sagen. Ja, genau. Also Pia, welche Videos guckst du bei Werder TV am liebsten? Also sehr gerne gucke ich das Kreuzverhör. Guckst du nicht auch gerne Butter bei die Fische? Boah, heftig!